Hallo und herzlich willkommen diese Woche zu Ist gut jetzt. Langsam wird es wieder Frühling und ich kann es kaum erwarten, denn ich stehe total auf Schnecken im Frühling. Deswegen gibt es heute Frühlingsschnecken. Wie es gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Und mitgebracht für unsere Frühlingsschnecke habe ich hier Dinkelmehl 630, was ganz Besonderes, ein Hartweizenmehl direkt aus Italien. Salz kommt rein, bisschen Wasser, ein Ei brauchen wir, Hefe, das ist der Teig und dann ganz leckere Sachen für die Füllung. Da kann man auch ein bisschen Freestyle machen, was man so zu Hause hat und was gut zusammenpasst. Hier habe ich dabei Schinken, Salami, Chili, bisschen aufpassen, ich habe vorhin es mal durchprobiert. Könnt ihr mal raten, wer hier der Teufel in Person ist von diesen drei Farben. Frische Kräuter, ein bisschen Gewürze und dann haben wir es schon. Ran an die Töpfe, backen wir es. Wie so oft starten wir heute mit dem Teig und der braucht auch wieder viel Ruhezeit, einfach um bekömmlich, lecker und lange frisch zu bleiben. Deswegen legen wir gleich los. Ich habe eine ganz bekömmliche Mehlsorte dabei, nämlich Dinkelmehl, die helle Version 6,30, gleich rein. Aber das Besondere an diesem Rezept ist nicht das Dinkelmehl, sondern ich habe hier ein Hartweizenmehl. Hartweizengrieß kennen Sie ja, das ist viel in Nudeln verarbeitet. Ich mache es heute ganz fein als Mehl, dass wir ein bisschen mehr Crunch und noch ein bisschen mehr Aroma mit reinbringen. Das probieren wir heute mal zusammen aus. Wenn es lecker ist, werde ich das öfter mit reinbringen. Das habe ich hier, das kommt auch gleich mit rein. Direkt aus Italien kommt es nämlich. So ein bisschen Salz. Schön an dem Rezept ist auch, hier kommt wieder alles mit rein dazu. Wasser, kleines bisschen Hefe. Da können Sie ein bisschen rumprobieren, wenn Sie es lang stehen lassen, den Teig, viel Reifezeit, können Sie gern das Rezept, das wir Ihnen einblenden, die Hefemenge. Hier können Sie dann reduzieren, ein kleines bisschen weniger machen. Wir haben heute auch viel Zeit. Ich habe nämlich schon einen vorbereitet, der steht schon gute 8 Stunden ganz bequem im Kühlschrank. Das zeige ich Ihnen dann gleich. Das Ei kommt dann später dazu. Dann haben wir es rein in den Kneter, ordentlich kneten lassen. Den gibt man richtig viel Zeit, 10 bis 15 Minuten, bis er so richtig, richtig schön ausgeknetet ist. Ganz puristisch, Sie haben es gesehen, aber dafür lecker. So, und wenn Sie so reinschauen, sehen Sie, wie schön gelb dieses Hartweizenmehl ist. Das bringt dann nochmal eine ganz besondere Farbe mit rein. Ab die Post. Erstmal langsam und dann, wenn er verknetet ist, ein bisschen schneller. Und wenn unser Teig jetzt hier zu Ende läuft, können wir schon mal vorbereiten, denn ich nehme heute so eine Box, so eine viereckige, denn unser Teig wird ja später groß ausgerollt und unsere Füllung reingestrichen. Und da schaue ich schon jetzt beim Entspannen, dass wir die richtige Form ein bisschen bekommen. Deswegen, wer zu Hause so eine viereckige Box hat oder eine Auflaufform, irgendwas, was schon ein bisschen größer ist, nimmt die. Ich nehme ein bisschen Olivenöl. Das packe ich hier rein. Ruhig ein gutes, denn das ist natürlich direktes Aroma und die Fettsäuren, die wir da mit reinbringen, die sind dann auch lecker oder gesund für uns, besser gesagt. So, das reibe ich gerade ein, auch den Rand, denn wir wollen die Gärgase, die bei der langen Gare entstehen, dann später natürlich behalten. Also wenn das jetzt drin kleben würde, der Teig, dann müsste man den mit dem Schaber oder mit der Hand vorsichtig rausnehmen würden, aber das Volumen zerstören. Deshalb gut einölen und dann flutscht unser Teig später direkt auf den Tisch. Wieder gut für unser Mundgefühl, wenn dann später schöne große Gärblasen drin sind. So sieht es aus, Teig kommt gleich rein. So, unser Teig ist jetzt richtig schön ausgeknetet, ihr habt es gerade gesehen. Der lässt sich dann auch so richtig schön ziehen. Dann kommt er jetzt raus. Ist heute nicht so viel, ein schöner kleiner Teig. Den kann ich direkt auch so rausnehmen. Jetzt haben wir ihn hier vor uns. Jetzt geht es darum, einfach den zum Ruhen zu bringen. Kühle Gare, ich habe es ganz oft gesagt, ich mache eine Kugel draus. Das haben wir ja schon ein paar Mal geübt. Schaut nochmal genauer drauf, es ist gar nicht so schwer, eine schöne Kugel zu machen, wenn man mal ein rundes Brot machen will oder so. Einfach mit der Hand drauf nach vorne drücken und dann zurückziehen und wieder drauflegen. Das Ganze hat ein Prinzip, nämlich Spannung auf den Teigballen zu bringen. Da drin sind ja solche Kleberstränge, Eiweißklebergerüste, wie so Gummibänder. Und die bringe ich auf Spannung
und drücke fest, dass er auf Spannung bleiben und schön auf Spannung das ganze Gebäck halten. Später haben wir mehr Volumen, später haben wir dann auch mehr, ja, das bis hin zum Geschmack bringt es was, wenn es sich anders verhält im Mund, wenn man darauf rumbeißt. Haptik nennt sich das Ganze. Das Ganze macht man dann natürlich so immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis wir schöne runde Kugel haben. Wir haben es ja neulich schon gehabt. Immer wieder zart und lieb mit seinem Teig umgehen. Und jetzt, alles was viereckig werden soll, bekommt dann einen Schnitt von mir. Einmal ein Kreuz drauf. Ziehe ich so ein bisschen auseinander und schon ist es leicht viereckig. So gebe ich es dann rein in meine Wanne. Kalte Gare. Gerne 8. Wer will, noch länger. Bis 10, 12, 14, 16 Stunden. Im Kühlschrank geht es ganz entspannt und danach drücken wir es raus und fangen an zu belegen. So lange warte ich natürlich hier nicht. Ich habe schon was vorbereitet hier. Den habe ich jetzt schon, wie gesagt, 8 Stunden lang im Kühlschrank gehabt, meinen Teig. Wir werden den jetzt natürlich ausrollen und groß machen, versuchen aber dabei so wenig wie möglich von den Gärgasen rauszudrücken, einfach um dann später locker zu bleiben. So, Vorsicht, jetzt müsste er ganz bequem so rausflutschen, deswegen haben wir es ja eingeölt vorhin. So, und jetzt bitte nicht an Mehl, in dem Fall habe ich wieder unser Hartweizenmehl, sparen und dann wieder ganz, ganz zärtlich den Teig ein bisschen in Form bringen. Wir wollen ja so ein Viereck behalten und dann nach draußen arbeiten. Wie gesagt, er wird ein bisschen größer. Wenn man nicht so viel Mehl möchte, kann man da auch sogar ein bisschen Öl nehmen zum Rausarbeiten, dass man den so ein bisschen rausmassiert. So, die Größe muss natürlich noch ein bisschen mehr. Hier mein Nudelholz und da auch von innen nach außen immer ganz zärtlich rausarbeiten. Ungefähr auf die Größe von einem Backblech, von so einem ganz normalen Haushaltsofenbackblech. Dann hat es auch die richtige Dicke. So, ein bisschen Mehl drauf. Und ab geht's. So, jetzt haben wir die Endstärke. Das passt ganz gut. Den lassen wir einfach so liegen. Der kann sich jetzt noch mal ein bisschen zusammenziehen. Das heißt, der Teig schnarrt. Wir haben ja gerade geredet von diesen Teiggerüst, das wir da drin haben, dieses Klebergerüst, das ist dafür zuständig, dass der Teig jetzt auch nochmal sich so ein bisschen zusammenzieht, wenn man ihn so stresst. Deswegen, wenn man was ausrollt und eine gewisse Größe möchte, einfach hinterher ein bisschen entspannen lassen, mal so ein bisschen lockern und dann wird dieses Klebergerüst auch ein bisschen entspannen in der Zeit. Zwischendurch können wir jetzt unsere Füllung zubereiten. Das ist wieder so eine Lieblingsdisziplin von mir, Freestyle-Füllung. Das heißt, ich habe für Sie ein Rezept, das auf jeden Fall funktioniert, hier mal eingeblendet. Allerdings können Sie das wirklich machen, wie es Ihnen schmeckt, was in diese schöne Frühlingsschnecke rein soll. Ich habe es wirklich bunt, Kräuter, ein bisschen Zwiebeln und Wurst auch mit rein. Können es natürlich auch vegetarisch oder vegan machen. Da müssen Sie natürlich den Schmand für ein Austauschprodukt austauschen, aber alles möglich. Ich lege mal los, schnippel alles schön klein. Bitte so, ja, Würfel einen halben Zentimeter maximal, nicht überschreiten, dass wir später noch rollen können und dann auch schöne Schnecken abschneiden. Ansonsten lege ich los, schaut mir ein bisschen über die Schulter. Es wird lecker. Zutaten sind alle drin, jetzt noch ein bisschen würzen. Salz brauchen wir gar nicht so viel, denn wir haben ja die Salami und den Schinken drin, das ist alles sehr aromatisch. Aber dafür Pfeffer darf ordentlich rein. Und wer es mit dieser Teufelschili, die ich da drin habe, also die ist wirklich so unscheinbar, die kleine gelbe, ich hätte gedacht, die rote ist die böse. Aber als ich das im Vorfeld getestet habe, bin ich dann doch erschrocken. Aber unser Kameramann will es dann noch ausprobieren und da sehen wir dann, wie der dann ausschaut hinterher. Okay, wir haben alles drin. Jetzt noch
vorsichtig ein bisschen unterheben. Ein Eiklar habe ich noch mit rein. Das Eigelb können wir aufheben, das brauchen wir nachher noch. Und dann haben wir es ja schon parat. Unsere Frühlingsfüllung für unsere Schnecke. So, unsere Füllung ist soweit. Der Teig hat richtig entspannt. Ich habe mir noch so eine kleine Palette mit dazu genommen. Geht aber genauso mit einem Löffel auch. Überhaupt kein Thema, das aufzutragen. Und dann kann es schon losgehen. Einfach gleichmäßig schon mal im Vorfeld unsere Füllung draufgeben. Nicht also einen großen Batzen in die Mitte, sonst müssen wir so lange drauf rumarbeiten, bis wir es überall haben. Und wir haben ja gesagt, wir wollen unsere Luftblasen, unsere Gärgase da drinnen gleichmäßig erhalten. Deswegen schon im Vorfeld schön vorsichtig auftragen, schön gleichmäßig. Und jetzt auch beim Aufstreichen wirklich so ein, ja, zärtlich. Ne? Es kommt immer wieder aufs Gleiche raus. Backen ist halt einfach was Sinnliches. Und wenn man da jetzt drauf schaut, das ist schon richtig schön bunt. Also auch was fürs Auge. So. Einen halben Zentimeter bis raus. Dann stoppen wir. Also wir schmieren es nicht bis ganz über den Rand. Ganz einfach. Weil wir es dann einrollen, dann drückt es sich noch ein bisschen raus. Und dann haben wir überall die Soße hängen. So. Können wir so lassen. Und dann formen wir unsere Schnecke draus. Wir sind jetzt soweit zum Einrollen und es geht ganz einfach. Ich greife da ein bisschen drunter, schlage das dann nach innen ein und rolle das mit ein bisschen Spannung auf, dass die nicht so auseinanderfällt. Und dann, ja, mehr ist es gar nicht. Schaut einfach zu, einmal drüber gucken, dann könnt ihr es auch. So, das ziehe ich so ein bisschen rein und dann wickel ich einfach schön gleichmäßig auf. Immer ein bisschen so zurückziehen, dass auch ordentlich Spannung wieder drauf ist auf unserem Teig und auf unserer Schnecke. In dem Fall ist es gar nicht so schlimm, wenn es ein bisschen ungleichmäßig aufgestrichen war, denn wir machen ja kleine Snackschnecken, also sprich, wir schneiden die dann in verschiedene einzelne kleine Stückchen. Und naja, wenn es nicht ganz so gleichmäßig ist, muss man bloß beim Backen dann aufpassen, dass man die kleineren eher raustut, sonst sind die trocken. Spätestens jetzt den Ofen ordentlich hochheizen, 230 Grad Ober- und Unterhitze, denn wir brauchen richtig Bums, ein Backblech mit Backpapier, denn da kommt noch ein bisschen Käse drüber, wenn wir jetzt die Anschnitte drauflegen, kommt noch ein bisschen geriebener Gouda oder euren Lieblingskäse, je nachdem drüber, der schmilzt dann runter und da würde euch das Blech einsauen. Deswegen Backpapier immer gut und dann ordentliches Messer, circa 3 cm breit, so die Räder, so die Schnecken abschneiden, rauf aufs Blech und dann rein in den heißen Ofen. Am besten knallheiß servieren und dann genießen. Und der letzte. Jetzt habe ich hier noch den Käse. Gouda. So, und so sehen sie aus. Eigelb habe ich noch ein bisschen rum für die Farbe. Käse drauf, dass er so richtig schön verläuft. Apropos verlaufen, ganz wichtig beim Backen, Dampf im Ofen, denn der ist dafür gut, dass er richtig verläuft. Ansonsten gibt es solche Käsewürstchen, ausgetrocknete. Deswegen wieder ein bisschen Dampf im Ofen mit so einem Unterblech und Wasser drauf. Ich gebe es jetzt rein in den Ofen und dann freuen wir uns schon alle drauf, dass wir gleich genießen dürfen. Und schon haben wir sie auf dem Tisch, unsere Frühlingsschnecken. Es riecht richtig ausgewogen, also unser Lauch, unsere Chili, der Käse ist so richtig angeknackt, das heißt, er hat ein bisschen Farbe, ein bisschen Röstaromen, genauso soll es sein. Jetzt sind sie noch knallheiß, deswegen mache ich mich gleich drüber her und sage euch, ist gut jetzt, bis zum nächsten Mal.